Wer sind Sie? Erwischt! Das ist ein Privatgrundstück! Und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten! Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht! Bleib mal ruhig! Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte gar nicht stören. Hast du das Schild nicht gelesen? Nein, hab ich nicht. Meinten Sie das draußenbleiben oder zu Verbotenschild? Ich hab sie gelesen und gewissentlich, geflissentlicht? Ist das F neben dem W? Nein. Geflissentlicht ignoriert. Schilder? Welche Schilder? Hier, und das hier. Ich weiß von nichts. Schilder? Welche Schilder? Witzig! Haha! Du bist einer von denen! Ich weiß es, gib's zu! Einer von denen? Du bist ein Aluhutträger. Oh nein, nicht schon wieder. Okay, ich sag's Ihnen. Und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen. Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher. Ich bin Wissenschaftler. Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgradsoldat. Sind Sie von der CIA? BND? HVA? FBI? NSA? Raus damit! Gab's 1967 die BND schon im Westen? Also im Osten nicht, da hieß er KGB, glaube ich. Also, keine Ahnung. Nee, Stasi hieß er, da stimmt. Aber trotzdem gab's den BND schon im Westen? 1967? War 67. Ich bin Quantenphysiker, ich bin kein Soldat, ich bin Wissenschaftler, bla 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 bla. Grünflächen an der Gemeinde Trüberbrock. Nein, ich mach das hier. Ich heiße Tannhauser. Immer die Wahrheit. Ich bin Quantenphysiker und mache Urlaub. Na, Urlaub ist Lügner! Ganz... Nein! Das ist lächerlich! Sag lieber die Wahrheit, sonst... Sag etwas! Ich bin ein 2 Meter lila Bär mit grünen Augen. Ist das glaubwürdiger? Ich weiß es nicht. Netter Hut. Okay. Du hast wohl recht. Deine Lügen sind zu billig. So. Also, was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Die ganze Geschichte. Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Einen solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit redlich verdient. Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich also auf den Weg gemacht. Und so? Interessante Geschichte. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Zu der Millennium-Kooperative kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit denen etwas faul ist. Also, tschüss dann. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Lessing übrigens. Lessing, alles klar. Hast du einen Bruder, dem eine Katze gehört? Okay, wir gucken uns mal um, was hier noch so gibt. Zettel. Hier, was ist denn das da? Ich würde gerne ein paar Dinge einstecken. Wir haben seinen Stroh geklaut. Was? Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. Ja, jetzt aber nicht mehr. Wow. Wie? Wow. Ach so. Wow. Ja, du sagst es. Detaillierte Blaupausen zum Verrückt. Pack ein. Das hier? Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Eine Tuba. Dort hängt ein Einkaufszettel. Notration, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Ja, mehr braucht man nicht zu überleben.
wir hier nicht rumschnüffeln. Doch. Selbstschutz. Hier ist nichts weiter. Können wir noch andere Gesprächsfäden oder Gespräche? Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig! Was ist mit dem Eichhörnchen? Was für ein Eichhörnchen? Muss ich jetzt noch ein Eichhörnchen fangen? Schon mal den Begriff Saturnportal gehört? Klar! In der Theorie beschreibt der Begriff eine Art von Interdimension. Ein Tor zu den Sternen. Ein Knotenpunkt. Eine Kreuzung in der Raumzeit. Ich glaube, das habe ich schon einmal gehört. Wissen Sie Näheres über diese Millennium-Kooperative? Ich weiß, dass das ziemlich mächtige Leute sind. Ein Geheimbund. So wie die Freimaurer oder die Illuminati. Sie bleiben im Verborgenen und die Regierungen sind ihre Marionetten. Die führen irgendwas im Schilde, hier oben in den Bergen. Das war mir schon immer klar. Sie waren aber ganz schön tief im Kaninchenbau, hm? Natürlich! Wirf mal einen Blick auf die alten sumerischen und babylonischen Schriften. Dann wirst du Muster erkennen. Ah! Hörst du das? Den Brummton! Stell ihn ab! Stell ihn ab! Aus, aus, aus! Das sind die! Die versuchen mich langsam in den Wahnsinn zu treiben mit ihrer atomaren Strahlung. Mit atomaren Strahlung. Dann wickel ich da noch ein bisschen mehr in Alufolie ein, hilft bestimmt. Für mich klingt das alles nach Science Fiction. Na, alles obskure, theoretische Physik. Ein Vermischen von moderner Wissenschaft und okkulter Zauberei. Sie versuchen, eine Verbindung mit dem Südpol des Saturn herzustellen. Mit Hilfe von Birkeland-Strömen. Birkeland-Ströme. Schon mal gehört? Nein. Sie bewegen sich durch die Magnetosphäre der Erde und dann weiter bis hinaus in den Kosmos. Wie ein elektrischer Plasmastrom. Oder eine Helix. Eine Leitung direkt zum Saturn. Um die Wesen zu befreien, die dort eingesperrt sind. Wenn man den Nordpol des Saturn betrachtet, erkennt man dort eine Form. Ein Hexagon. Okay. Was ist mit Ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Dösi. Und Sie leben hier draußen ganz allein? Die Regierung hält mich anscheinend für eine Bedrohung. Unwahrscheinlich. Sie haben mich für verrückt erklärt und ins Sanatorium gesteckt. Damals, als es noch ein echtes Sanatorium war und nicht das, was die Kooperative daraus gemacht hat. Als alles den Bach runtergegangen ist, wurde mir klar, dass für Leute wie mich kein Platz in dieser Gesellschaft ist. Leute wie ich müssen verschwinden und in Luft auflösen, untertauchen und... Wir müssen Widerstand leisten, bis unser Tag gekommen ist. Mir fällt gerade ein, ich habe noch einen Termin. Ich habe genug gehört. Ja, komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Ja, natürlich. Tschüss, bis später. Schauen wir mal, was es noch so alles gibt hier überall, ne? Wir müssen scheinbar ein Eichhörnchen finden. Glaube ich zumindest. Was haben wir denn jetzt eigentlich Neues mitgenommen? Die Vögel sind noch hier. So, jetzt mach doch mal auf hier. Okay, wir haben dieses komische Windrad. Das, Soße. Ja, gut. Mit der Soße können wir bestimmt noch was kleben, oder? Wollen wir zum Boot gehen und gucken, was wir hinkriegen? Okay, das ist einzeln gewesen. Okay, einen Deckel. Nur was Einzelnes? Ne, ist alles nur dieser Müll. Das Seil zum Hochklettern. Was anderes pfeifen eigentlich?
Kein Zutritt. Briefträger, Paketzustellungen und Pizzaservice. Zweimal laut pfeifen, Lieferung abstellen und verschwinden. PS, keine Werbung. Okay, diesmal geht's nicht, aber schon, weil wir schon unten haben. Wir gehen also mal wieder hierher. Okay, wir können noch nichts damit machen. Was war das? Ein Loch war vorne drin, ne? Oder ne, am Heck. Am Heck war ein Loch. Es sieht nicht besonders seetüchtig aus. Ja. Hier vorne hat es ein Leck. Und das Schaufelrad scheint zu fehlen. Schaufelrad haben wir doch schon. Da können wir sicherlich das Windrad nehmen von ihm. Hier, das hier. Aber wie stopft man das Leck? Kann ich mit jedem mal reden? Das Boot ist kaputt. Vielleicht muss ich mir erst sagen, dass ich es reparieren soll. Ich weiß nicht, ja so. Hey, Sweetheart! Hallo! Guten Abend! Ja. Das Tretboot sieht nicht besonders seetüchtig aus. Was stimmt denn nicht damit? Na, ich glaube, es hat ein Leck. Und das Schaufelrad sieht auch nicht ganz intakt aus, wenn Sie mich fragen. Ach, herrje. Es ist leider das Letzte seiner Art. Seine Freunde liegen schon eingemottet im Trockendock. Du, die liegen auf dem Meeresgrund. Können Sie mir helfen, das Ding zu reparieren? Auf dem Seegrund. Ich kann hier gerade leider nicht so richtig weg. Ja, ja, ich hab doch schon ein paar Dinge. Ich schau's mir mal an. Na, guck mal, jetzt geht das. Ui, gehen wir erstmal das hier ran. Das sollte als Schaufelrad rein. Ja, und können wir jetzt auch das hier ran machen? Viel zu eisig zum Schwimmen. Nee, soll als Auftriebskörper dienen. Oder können wir mit der Soße das Loch abdichten? Ja, wir können. Das sollte das Leck beseitigen. Na dann. Viel zu eisig zum Schwimmen. Vielleicht eine gute Gelegenheit, das andere Ende des Sees in Augen... Ja, machen wir. Ahoi. Ahoi, Brause. Ach, der steigt uns noch ein, wenn sie den wegfahren. Dem Sonnenlicht entgegen. Ui. Die Wälder um Trüberbrook machen dem Namen dieser Ortschaft alle Ehre. Ja. Ich habe selten eine solch düstere und grauenerregende Landschaft erblickt. Zudem breitet sich ein grünliches Schimmern in den Bruchwäldern aus. Interessant. Okay, ist... Ja, hier ist ein Schild. Ich wollte nicht so oft die Letters benutzen. Betreten strengstens verboten. Was? Aber das Sensationsfund. Gezeichnet, Paläontologische Gesellschaft Trüberbrook. Mhm. Achso, hier ist ein Skelett. Ein Theropode. König der Saurier. Doch, aber der T-Rex. Gestorben vor über 70 Millionen Jahren. Achso. Kann man sich nicht vorstellen. Nee. Können wir die Vögel holen? Ja, wir können. Zurück. Guck mal hier. Ja, Entschuldigung, wenn es angeboten wird, muss ich es anklicken. Wie Großmutter immer gesagt hat, hast du dich im Moor verlaufen? Irgendwas mit Weg. Oh je, wie ging das noch? Armer Kerl. Einfach stecken geblieben. Kopf über. Verzeihung? Das ist nur noch die Rippe, oder? Mal schauen, ob er etwas bei sich hat. Natürlich nur, um zur Klärung der Identität beizutragen. Selbstverständlich. Ein rostiger alter Schlüssel. Hm, ist gut. Beverly, ich habe mich mit einem Tretboot vom Bootsverleih bis in eine urige Sumpflandschaft vorgewagt. Hier begegnete ich der sterblichen Hülle eines verirrten Wandersmanns. Ob er einem Irrwisch gefolgt oder dem Huckauf, einem Ungeheuer aus der hiesigen Mythologie, zum Opfer gefallen ist, ich kann nur hoffen, dass mir nicht dasselbe Schicksal zuteil wird. Ich hoffe nicht. Wir passen aber auf und, Ach, Vogel. Ich frage mich, was das ist. Na dann geh doch näher und lese. Trottel. Das ist ein gutes Licht. Oh mein Gott. Verschlossen. Ach, die sind überall. Das sind wieder diese komischen... Das ist von einer Millenniums-Kooperative bestimmt. Was ist das? Pilze. Oh. Wie schön sie leuchten.
Das leuchtet viel mehr als das. Okay, können wir die einsammeln? Ich komme von hier leider nicht ran. Ach so. Guckt irgendwas genau an. Schimmert grünlich. Ja, ein Schimmelpilz. Pack's ein. Mir ist schlecht. Und war das nicht gerade radioaktives Geknister von einem Geigerzähler? Ich komme von hier leider nicht. Ich kann hier nichts weitermachen. Ich dachte, jetzt eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Ich habe Schlüssel. Für was geht der Schlüssel? Vielleicht für die Eisdiele oder für das Kino nebenan, oder? Kann ich noch einen Schuh mitnehmen? Ja, guck mal. Schuh kann ich einzeln anklicken. Die braucht er wohl nicht mehr. Sie haben ihren Dienst getan. Bis zum Schluss. Sind zwei Trockenlinien-Schuhe. Okay, ich leuchte. Oh nein! Ich leuchte. Oh mein Gott. Nein. Ich bin so schön verstrahlt. Ich flieg nach Trüberbrock. Oh mein Gott. Hi. Was mach ich denn jetzt? Nee, der kann es auch nicht helfen. Ach, Schlüssel hatte ich gefunden. Genau. Los, lauf schneller. Boah. Ja. Okay. Dann schauen wir mal in die Eisdiele oder ins Kino. War's nämlich. Ob wir da reinkommen. Nö. Schade. Nö, da können wir das machen. Hier soll es eigentlich rauf. Sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Ja, leider nur fast. Soll ich noch mehr Vögel? Muss ich immer noch Vögel finden, dann die hier rufen und dann die anderen wieder zurückrufen? Ich leuchte! Ich werde mal oben unseren Professor fragen. Vielleicht kann der mir sagen, warum ich hier leuchte. Wie ist die Lage? Geht so. Ach schon gut. Wirklich, ich höre das häufiger. Okay, machen wir das nochmal. Wegen des Quantendiskriminators? Ja. Ich habe leider völlig den Überblick verloren. Was brauchen wir nochmal? Am besten guckst du dir den Plan an. Okay. Wir brauchen eine Energiequelle. Am besten eine richtig starke. Nee, ich leuchte schon mal. In einer Dimension hätte ich vorgeschlagen, eine dieser tollen 90.000 Volt Batterien einzusetzen. Aber die Möglichkeit haben wir leider nicht. Nein. Puh, das ist ganz schön viel Saft, den wir da brauchen. Außerdem brauchen wir einen Teilchenbeschleuniger. Ja, weiß ich, wo der ist. Klein genug, um ihn hier drin zu verbauen. Weiß ich nicht. Eine braunsche Röhre vielleicht? Aus einem TV-Gerät? Könnte funktionieren. Okay. Da weiß ich was. Ein Interface, um das Gerät zu steuern. Eine Tastatur, eine Klaviatur, irgendein Eingabegerät eben. Verstehe. Dann noch ein potentes Kühlmittel. Sonst fliegt uns das Teil um die Ohren. Irgendwelche Ideen? Wasser wird wohl nicht reichen. Lass dir was einfallen. Soße. Okay, ich bin bald zurück. Nee. Mit der Soße haben wir das Loch geflickt am... Oh, oder am Vater. Ja, Entschuldigung. Okay, wir gehen nochmal runter. Die Teilchenbeschleuniger kriegen wir hier raus, wenn wir irgendwie mal schaffen, die Antenne kaputt zu machen. Wie er guckt, mit seinen zwei kleinen Knopfäuglein. Trude, hast du was für uns? Vermutlich nicht, aber ich frage trotzdem. Trude? Trude?
Professor, Sie strahlen ja. Was meinen Sie? Ach, schon gut. Toll, das ist alles? Dachte die, müssen wir ich doch ein. Ich hätte da noch ein. Ja, natürlich. Was können Sie mir über Ihren Bruder erzählen? War das schon? Er trinkt gern. Und er ist nicht der Zuverlässigste. Wie Sie sehen, hat er mich einfach sitzen lassen mit all der ganzen Arbeit. Ja. Könnten Sie ihn beschreiben? Falls Sie ihm begegnen, meinen Sie. Groß gewachsen, Rauschebart, rote Nase und immer diese gelben Gummistiefel. Oh. Warum fragen Sie? Ich glaube, ich bin ihm begegnet. Ich habe seine sterblichen Überreste draußen im Moor gefunden. Es tut mir leid. Tatsächlich? Mein Beileid. Ach, Heinz. Armer alter Heinz. Ruhe in Frieden. Irgendwie überrascht mich das nicht. Ich danke Ihnen. Ich werde sofort den Kommissar benachrichtigen. Dann hat er sich wenigstens nicht umsonst auf den Weg gemacht. Richtig. Konnten Sie mein richtiges Pfand wiederfinden? Was meinen Sie? Mein Massagestab. Ihren Wa- Vergessen Sie es. Okay. Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen? Ja, ja, mach ich. Wo nicht hin? Möchte irgendjemand gelbe Gummistiefel haben? Du vielleicht? Okay, da kann ich nicht mehr hin. Okay, das ist abgeschlossen. Irgendwas kann ich nochmal mit der Zuckerwattemaschine machen. Wenn ich. Und irgendwas kann ich auch hiermit machen. Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Nix außergewöhnliches, ne. Guck mal. Was passiert da? Nichts. Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Ich dachte, den kann ich jetzt da runterfallen, dass uns da rauffällt. Ist meine Gets hier. Ruhepower. Erschrecken die sich dann? Kommen Sie ran, kommen Sie. Der Herr? Na gut. Okay, hat nicht geklappt. Ich dachte, die erschrecken sich irgendwie. Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken. Ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ey, willst du Stiefel haben? Ich hab Stiefel anzubieten. Geht gleich los, Kumpel. Aber so ein Musikerkünstler, die sind doch manchmal ein bisschen anders. Wenn ich damit jetzt mal auf die Füße trete. Brauchst du neue Schuhe? Ich hab da gelbe. Ahoi. Nö. Ich muss da mal wieder. Passe auf dich auf. Los, raus hier.